Hallo und herzlich willkommen bei die Spieletester. Mein Name ist Lars und das Warten, es ist vorbei. Days Gone ist gerade geliefert worden und jetzt spiele ich hier und schaue mir an, wie unser Biker Deacon sich hier durch die Welt ballert. Ich bin mal sehr gespannt, wie es läuft. Ich habe keine Ahnung, wie es abgeht, aber alleine das Bild, was ich jetzt gerade sehe, macht bei mir schon Lust auf mehr. Ich hoffe, dass das Spiel so gut ist, wie ich es erwarte. Das hier müsste man sich jetzt merken können. Kann ich nicht. Müssen wir ausprobieren. Ist aber gar kein Ding. Probieren wir auf jeden Fall aus. Ich will noch mal kurz gucken, dass ich hier so ein bisschen Sprint ein- und ausschalte. Das lassen wir alles so, wie es ist. Den Standard ändern wir nicht. Jetzt gehen wir mal links und rechts. Da oben mal gucken, was wir da noch verändern können. Links 1. Audio. Da mache ich nämlich die Musik auf 0, weil Musik will ich nicht. Hat nämlich immer das Problem, dass du bei YouTube nur Stress kriegst, ne? Und das wollen wir nicht. So, Sprache, lassen wir alles in Deutsch. Gameplay, lassen wir alles mal normal. Machen wir ganz easy. Ziel einrasten, das alles sind alles Sachen, die sind doof. Kann man vorher zoomen. Probieren wir nachher mal aus. Erstmal gucken wir jetzt, dass wir das Spiel spielen. So. Und ich sage jetzt mal, neues Spiel, normal. Nicht leicht. Also drei Variablen hier, drei mögliche Schwierigkeitsgrade. Wie immer bin ich froh und dankbar, wenn ihr irgendwelche Tipps für mich habt. Aber nichtsdestotrotz, ich probiere es jetzt einmal aus. Bin mal sehr gespannt. Ich hoffe, das lädt bald mal, denn geduldig bin ich nicht. Also ich habe jetzt keine Lust hier zu warten. Aber im Moment sehe ich da unten so einen kreisenden Ring. Sieht ganz spannend aus, aber würde ich jetzt auch nicht jeden Tag tragen. So. Ah. Hier sind wir. Okay. Das war's mit der Kleinstadt-Idylle. Feuerwehr vor Ort. Menschen rennen. Sind verwundet. Oder tot. Sieht nicht nach dem gemütlichsten Plätzchen auf der Welt aus. Besser hat man nie erwischt oder so. Sie wird septisch. Jetzt, kleine Schwester. So dämlich. Es war dieses Mädchen, dieses verdammte kleine Kind. Großes Messer. Hey, hilf mir. Na komm. Und dann los. So. Ja. Maus ist verletzt. Ich muss weg, bevor sie hier durchkommen. Sieht nach Zombies aus. Warten Sie, wir brauchen Hilfe. Sie ist verletzt. Was ist mit ihr? Also sie hat nicht, was immer da draußen abgeht. Sie hat eine Stichwunde. Ich kann sie nicht mitnehmen. Okay, hören Sie, O'Brien, wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann ist sie hopp. Es gibt keine Krankenhaus. Ach, komm schon, es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazaretteinheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen sein. O'Brien! Okay, scheiße. Ich habe nur für zwei Leute Platz, okay? Zwei. Was soll das heißen, nur wir für sind zwei? Zu schwer, okay? Ich kann nur zwei von euch mitnehmen. Zwei. Okay. Na los, helfen Sie. Na los. Na komm, Sisse. Okay. Alles wird wieder gut. Ich hab sie. Hey, ich bin sofort zurück. Ich bin richtig gesund. Sieht er auch nicht aus, oder? Okay, Boozer, los jetzt. Wir müssen zu diesem Heli. Ich hab's gehört. Es ist nur Platz für zwei in dem Heli. Geh. Geh mit dir. Ich komm schon klar. Ich hab schon Schlimmeres überstanden. Ja, haben wir. Er knallt ihm eine und schmeißt ihn in den Heli, oder? Nicht? Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Wohin? Flüchtlingscamp, nördlich vom Three Finger Jack. Nein. Usa wird es niemals ohne mich schaffen. Oh, sie kriegt den Ring. Hammer. Ich will den zurück. Okay. Kommst du? Mimi. Ja, jetzt ist mal was Action. Die weint, ist das süß. Nein. Und tschüssi. Hättet ihr noch einen anderen mitnehmen können, wenn ihr Platz habt, ne? Aber
National Emergency Response Organization. Okay, cool. So, der ist Felix weg und jetzt geht's hoffentlich mal ab hier. Ich hoffe, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ich habe mir noch kein Video zum Spiel angeschaut. Ich hoffe, das ist nicht so sehr, der ist gone, okay, so storylastig, denn da fehlt mir die Geduld für. Ich hatte gehofft, ich darf so ein bisschen Action erleben. Mal gucken, ob es klappt. Aber wir kämpfen uns dadurch. Das kriegen wir schon. Irgendwie, ne? Aber Days Gone verhofft nichts Gutes. Also von daher warten wir mal ab. Ich weiß nicht, das hat gefühlt ewig gedauert, bis dieses Spiel gekommen ist. Jetzt freue ich mich einfach mal drauf und hoffe, dass es so viel Spaß macht, wie ich erwarte. Nachdem ich mich an die Steuerung gewöhnt habe. Denn das kann auch noch einen Moment dauern. Mhm. Was steht denn in diesem Ring? Weiß das einer von euch? 2 Jahre. Die hast du aber lange warten lassen. Der ist noch eine Runde Skifahren gegangen, oder? Ja, mal abwarten, mal abwarten. So, snowy, snowy, snowy. Ganz viele Bäume. Ganz, ganz viele Bäume. Noch mehr Bäume. Und ein Freakers All Dead. Aha. Und ein... Hallo. Ah, das ist ein Biker. Okay. 2 Jahre schon lang. Also sie haben anscheinend 2 Jahre überlebt. Das ist schon mal was, ne? Er ist weg. Er kann nicht weit sein. Warte, Motor aus. Ja, sie sieht nicht so richtig gut aus. Everest. Everest, hey. Everest. Was ist hier passiert? Ich meine, wer war das? Waren das Ripper? Leon! Er war's. Leon. Schlingel. Und tschüss. Fick dich, Leon. Oh. Los. Na, und jetzt soll ich selber fahren. Fahre ich selber? Okay. Haltebeschleunigung R2 gedrückt. Wo. Oh, so gut. Ich bin hier, ein Turbo. Und Tap. Juhu, juhu. Was macht denn der hier? Womit schmeißt denn der hier rum? Ups, da. Der wird ja beschwindelig. Ist hier denn keine Abkürzung? Bisschen langsam, oder? Wuhu! Ey, da bist du ja gaga, wenn du dazu guckst. Oh. Hüpfe. Oh, ich glaube, ich muss mich da übergeben. Wow! Ah, man kann die Blickrichtung ändern, das wir vielleicht gar nicht vielleicht früher machen sollen. Gefällt dir das? Okay, war jetzt mal die erste Ausfahrt. Wenn du driften in die Kurve willst, kannst du sie schneller nehmen. Donuts für den nächsten Tipp. Okay. Dein Bike nimmt Schaden, wenn du Objekte rammst. Okay. Geiles Bild. Ah! Der Krüzi-Socker, wo ist denn der? Ja, fängt ja gut an, ne? Wo ist er? Er ist da lang. Na los. Ein Fährtenleser. Okay. Mhm. So, jetzt. Drücke R3, um die Überlebenssicht zu aktivieren. Mit ihrer Hilfe werden Hinweise und andere Informationen über deine Umgebung sichtbar. R3, das ist
da hier. Wer ist denn das? R3? Wo ist denn R3? R3 ist gar nicht da. Ich kann gar nicht R3. Doch, ist hier, ne? Okay. So. Fortfahren. Da ist die Überlebens. Das ist nämlich der Knopf hier oben auf dem Knüppel. Tja, vielleicht lag ich falsch. Der hat keinen Deal mit Copeland. Ducke dich und ducken. Da, nein, den drücken, um ducken oder aufzustehen. Schon seit Ewigkeiten Sachen an Copeland. Endlich haben wir ihn. So. Das kennen wir doch von anderen Spielen, ne? Dieses. Hey, hey, Ding. Warte, halt. Moment. Verfolge Hinweise. In der Überlebenssicht vibriert der DualShock des Wireless Controllers, wenn deine Kamera in Richtung eines Hinweises zeigt. Näherst du dich dem Hinweis, nimmt die Vibration zu, entfernst du dich davon, nimmt sie ab. Gut zu wissen. Scheiße. Okay. Mal sehen. Sieh zu, da ist er. Mein Hinweis. Jetzt vibriert hier aber alles. Warte, hier. Hier, oh, runter. Wir sehen ihn laufen. Die Spuren sind frisch, ja. Wo hast du diesen Spurensuch-Scheiß gelernt, hä? Ich war mit meinem Alten auf Elchjagd. Da, guck mal, die Füße sehen. Seht ihr das? Immer ein ewiges Fährtenlesen. Cool, ich kann die Schuhe sehen. Coole Nummer. Boom, da-dun. Stopp. So ein bisschen aus, wenn sie was liegen. Ja. Runter! Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja, doof, ne? Fuck. Komm. Uh-oh. Wo ist denn der jetzt? Alles klar, Bruder? Ja, nur ein Streifschuss. Das Arschloch ist zu blöd zum Zielen. Scheiß Kerl. Mir geht's gut, Busa. Ja, ich seh's. Da ist Blut am Bein. Er muss da lang sein, zum Wasserfall. Ja. Er verliert eine Menge Blut. Der kommt nicht weit. Na los. Oh, da unten sind andere. Das sind nicht so hübsche. Durchsuch ihn. Ausbluten. Schubst ihm doch einfach den Kamm runter. Das ist mein Abgang. Schön langsam. Sehr schmerzhaft. Aber das weißt du bestimmt. Sie hat noch geatmet, als wir sie fanden, du Arschloch. Ich wollte für sie keine Kugel verschwenden. Warte. Wo hast du die Drogen? Leon. Wenn du es sagst. Drogen? Naja, dann machen wir es schnell. Versprochen. Ja, du wirst wohl nicht zu lange leiden müssen, Leon. Du hast ein kleines Problem, weißt du? Sie können dein Blut riechen. Sogar von da unten. Wie es sich wohl anfühlt. Lebendig. Gefressen zu werden. Hm. Er wird es rausfinden. Leck mich. Ach, Sashimi. Nein, warte. Okay. Nein, bitte. Ich hab's hier. Hier, nehmt. Wo? Der Friedhof. Auf dem alten Friedhof. Danke. Nein, du hast... Oh. Tu es. Lass mich nicht so zurück, Mann. Das ist irgendwie ganz schön düster, oder? Tu es. Du verdammter Lügner. Tu es. Guck du, aua. Naja, es war auf jeden Fall schnell, wie versprochen. Ich denke, sie sollten gehen. Tag braucht einen Beweis fürs Kopfgeld. Ah, Kopfgeldjäger sind wir. Mhm. Du hast das Richtige getan. Wir überlassen niemanden den Freaks. Trophäe erhalten. Juhu. Wieso regnet das denn hier? Hey, warte mal. Ich will dieses Camp durchsuchen. Vielleicht finde ich was für die Wunde. Moment, vibriert hier bei mir gar nichts. Missionsgebiet verlassen. Ich will das Missionsgebiet nicht verlassen. Was ist denn da drin?
Ah. Hier ist aber auch nichts zu finden, ne? Was ist das? Da ist doch was. Wieso sehe ich das da nicht? Das ist gut. Aha. Scheint sonst nichts zu sein. Ist das da oben? Jetzt hier wieder ein Steinbuch. Okay. So, wo muss ich denn hin? Heißt das jemand? Das hier ist ein Schild. Da. Da ist doch noch was. Überlebenshinweis. Halte L1 gedrückt. Das ist doch hier vorne der, ne? Der da. So, bewege R, um die medizinische Kategorie zu erweitern und den Verband auszuwählen. Handfeuerwaffe, Kategorien, Spezialwaffen, medizinischen Verband. Oder R1. Jetzt muss ich das noch zusammenfügen und... Ja. So, alles fertig. Hab ich doch gemacht, oder? So, auf R1 herstellen, auf R2 benutzen. Material benötigt. So, ich glaube, das hatten wir gemacht, ne? Also, von daher... Habe ich hier gerade irgendwas falsch? Weiß das jemand? Ich denke, ich habe alles genommen, was da war. Ja, wie immer bin ich zu doof, um es schnell zu machen. Ist aber nicht schlimm. Welche Wunde wollte er denn? Welche Wunde wollte er sich denn kümmern? Liegt hier noch mehr rum? Da waren wir doch schon. Überlebensrat. Um im Überlebensrat zu heilen, wähle den Verband und halte R2 gedrückt. So. Ah, man muss auch lesen können, ne? R2. Nee. So, drücke L3, um zu sprinten. Das ist der hier. Oh, juhu. Geht jetzt wieder. So, wo müssen wir jetzt hin? Zu meinem Kumpel hin. Missionsgebiet verlassen. Darf ich das nicht? Tippe, während du mit R2 bist, um zu driften. Hm. L3 um zu sprinten. Dachte, wir gehen heute mal auf die Jagd. Bringe Tucker ein bisschen Beute vorbei. Nicht, wenn es wie aus Eimern schüttet. Oh Mann, wir brauchen die Camp-Punkte für neue Vorräte. Ja, okay. Aber nicht wieder die ganze Nacht. Ausdauer verbraucht, okay. Das heißt, er kann gar nicht so schnell laufen wie er. Ich muss fitter werden. Ja, kann man so sagen.
Da ist sein Bike. So, solltest du auf die Operation des Dual-Shock Wires Controllers achten. Nächster Tipp. Überlebst du dich, kann die Fertigkeit verbessert werden. Was von Leons Bike schnell verwerten können. Nein, verdammt. Was? So eine Scheiße. Hat den Tank erwischt. Wohl die Benzinleitung oder hast du dich eingepisst? Die Pumpe. Leon, ja, er hat meine Pumpe geschrottet. Können wir was aus seinem Bike holen? Ach, vergiss es. Los, fahren wir nach O'Leary Mountain zurück. Wir suchen morgen früh ein paar Teile und holen dein Bike. Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir können das auch gleich erledigen. Was? Jetzt Crazy Willis ist nicht weit von hier. Lass uns einfach dahin. Was hast du vor? Wir wollten heute eh auf die Jagd gehen. Und warum dann nicht im Crazy Willis? Ja, okay. Einmal hinten drauf, bitte. Das ist für einen echten Biker voll scheiße, ey. So. Hey, was hat Leon dir gegeben? Vielleicht irgendeine Karte? Wenn wir mein Bike haben, fahren wir zum Friedhof und sehen uns mal um. Ja, okay. Oh, Straße zu. Oh, das wird einfach. Morgen holen wir die Drogen, bringen sie zu Tucker und kassieren Leons Kopfgeld. Und dann ab nach Norden. Und du glaubst, die Scheiße ist im Norden anders? Mir egal, ich glaube, es tut uns gut, hier wegzukommen. Im Norden ist immer alles besser. Da läuft einer rum. Da läuft auch einer rum. Sieht irgendwie nicht so aus, ob das eine sehr freundliche Gegend ist. Warte, da blockiert etwas die Straße. Vorsicht, ich habe so eine Falle neulich schon mal gesehen. Ein paar Ripper blockierten die Straße mit einem Truck. Los, hilf mir schieben. So, Fahrzeuge schieben. Einige Fahrzeuge im Weg werden, indem die Wege zu räumen oder zu blockieren, halte das Quadrat gedrückt, um sie zu schieben. Halt. Machen wir doch. Ja. Schieb! Sollte doch für den Moped noch ein Timer reichen, oder? Aua! Nee. Ja, ich kann doch. Wir haben sie! Drücke R2 für einen Nahkampfangriff. R2, das ist der hier. Drücke R1, um die Karte anzuzeigen. Da. Wollen wir nicht? So, wollen wir auch nicht. Da kann ich ganz viel gucken. Das ist super, ne? Aber das will ich ja erst gar nicht. So, kann ich da jetzt wieder raus? R2 für einen Nahkampfangriff. Machen wir das doch, ne? Stell hier unten. Und? Richte mit L und tippe R1 an, um dich abzurollen. Ziemlich kuppig. Mach schon. Wir haben es fast. Du aufsteigen, Bub. Ganz schön heftig, wenn ich das mal so sagen darf. Also die sind nicht wirklich nett hier. Der fährt auch mal ganz stumpf über die Leichen drüber. Ja, aber gut. Slowdown, Checkpoint ahead. Oder auch nicht. Jetzt mit dem Slowdown. Wir sind fast beim alten Nero-Kontrollpunkt. Wir sind fast da. Wir müssen nur durch den Tunnel. Durch den Tunnel. Tunnel ist doof. Tunnel ist eine ganz doofe Idee. Tunnel und Zombies ist eine ganz doofe Idee. Mist, wie soll das gehen? Gib mir die Schrotflinte, ich geh vor. Na, das wird spannend. Wie viel Schuss hat das Ding? 7000? Oh shit, ich hasse Dunkel und Zombies.
Na super. So, dieser Tippe, Kontrollpunkt war wohl ein ganz guter Schutz für Sie. Ja, das hat Ihnen echt geholfen. Da sterbe ich lieber bei den scheiß Pionieren. Ja. Scheiße, sieh sie dir an. Was für eine Bande von dämlichen Arschlöchern. Was dachten Sie denn? Hey, Mr. Fett, können wir bitte hier warten, bis eine Horde kommt und uns alle tötet? Beschissener Tod, in so einem Loch in der Falle zu sitzen. Ich hätte mal, es passiert was. Scheiße! Da! Los, weiter! Warte mal, wie viele Molotows hast du noch da? Das machen wir auf dem Rückweg, lass es! Lass es am Arsch. Scheiße, Mann, du hoffst, dass ich. Lass es am Arsch. Jetzt kommt eine böse Überraschung. Retten. Und so ist es wohl. Sag ich doch. Jetzt muss ich wieder irgendwas anfangen. Autsch. Du machst die Waffe kaputt, ey. Ziemlich brutal, oder? Ab wie viel lang ist das Ding? Denke an meine Flinte. Genau, du machst sie nämlich kaputt, du vollen Horn. Ja. Okay. So geht's weiter. Du willst wieder da hoch. Wovon redest du? Das verdammte Flüchtlingslager. Du bist nur so, wenn du daran denkst, dorthin zu fahren. Wie bin ich denn? Es ist nicht deine Schuld, dass sie tot ist. Hör auf. Wenn du mit Sarah in den Heli gestiegen wärst, wärst du auch tot. Es hat dir nichts geändert. Ey, lass es einfach. Ich hätte nicht gerade eben irgendwas gesehen. Ja, echt spannend. Das ist ein relativ langer Tunnel, wenn ich das mal so sagen darf. Wir suchen uns den Schrott. Dankeschön. Da kommst du mit deinem Bike nicht durch! Der Versorgungstunnel. Versuch von der anderen Seite den Weg frei zu machen. Alles klar. Leuchte einfach mit dem Scheinwerfer in die Richtung und warn mich, wenn du was siehst. Wie komme ich darauf? Ah, da. Nicht schön. Gar nicht schön. Ich hoffe, das Ding hat ein Autosave. Scheiße! Nein, nein, nein. Was war das für eine Taste, die ich drücken sollte? Die hier. Das war nicht gut. Erster Todesfall. Das habe ich mich aber auch erschreckt, ey. Nicht gut. Gar nicht gut. Lars tot. Putti abgegangen. Meine Bike nicht durch! Der Versorgungstunnel. Versuch von der anderen Seite den Weg frei zu machen. Alles klar. Leuchte einfach mit dem Scheinwerfer in die Richtung und warn mich, wenn du was siehst. Scheiße! Nein, du sollst dich abrollen. Du sollst dich abrollen. Auch nicht wirklich schön. Hey, was ist das?
Pflaster. Noch was. Okay. Irgendwie ist das ganz schön fies. Der ist ganz schön stark, ne? War nicht geplant, verdammte Scheiße! Hab dich. Ich muss nachhalten. Oh, drei, Scheiße, mehr Freaks! Jetzt sammeln wir mal schön die Karten her, weil die Leute abgeknipst haben oder ausgeknipst haben. Haben wir den nachgeladen. Noch ein Nest! Ja, man riecht's. Wie viele Molotows hast du noch? Das war gerade der letzte. Haben wir noch Zeug, um welche zu machen? Ja. Da, aha. Dann bauen wir uns doch mal einen Molotow. So, halt L1 gedrückt, um das Überlebensrad zu drücken. Das haben wir gleich. Molotov, R1. Das sollte genügen. Der L2 zum Zielen. Und R2 zum Werfen. Nein! Scheiße! Da kommen sie! Hey, okay, eine Sekunde. Puh, war das anstrengend. Mein Gott. So, jetzt haben wir die auch ausgeführt. Ich hab darüber nachgedacht, über das nach Norden fahren. Ich meine ja nur, du musst von hier weg, den Kopf freikriegen, ja? Morgen genau, Urlaub machen quasi. Lass uns die Beute abliefern und losfahren. Ja, yeah, Bruder, das höre ich gern. So, also das Motorradfahren finde ich, ehrlich zu sein, so ein bisschen, also das Mitfahren ist ein bisschen eichdröge, ne? So ein bisschen eichlangsam, finde ich. Ölfilter, Schalldämpfer können in Fahrzeugen gefunden werden. Da, deine Freakshow. Auch schön. Shit. Alles voll. Oh, ganz schön viele. Überall vor allen Dingen. Auf den Dächern, auf den Böden. Sieht gut aus. Aber die fressen sich schon gegenseitig, okay? Scheinen hungrig zu sein. Shit, wir brauchen mehr Munition. Was hast du vor? Und es wird nicht gut gehen. Du fährst einfach durch. Ziehst möglichst viele auf dich. Und ich gehe einfach hinten rum, den Hügel runter zur Garage. Scheiße. Ich brauche nicht lang. Gib mir ein paar Minuten. Ich hol das Teil, du kommst zurück, wir hauen ab. Nachdem ich ein paar von denen umgelegt habe. Du willst wohl unbedingt draufgehen. Aber wie gesagt, heute noch nicht. Na los, ihr verdammten Fixer! Ja, genau! Hier bin ich, ihr Männer! Kommt schon mal,
Das ist ein guter Plan. So, ich erinnere mich, Story aktiviert. Los, verpisst euch, ihr kleinen Scheißer! Dass das Ding leer ist, könnte ich vielleicht eine andere Waffe kriegen. Krabbler. Glaube, den Schreckhaften halten sich üblicherweise an schwer zugänglichen Orten wie Dächern aus. Sie greifen an, wenn sie spüren, dass deine Gesundheit niedrig ist oder du im Revier eindrückst. Okay, hab ich nicht vor. Ja, so ist gut. Bleibt da oben und euch passiert nichts. So, wo soll ich denn jetzt hin? Ich soll doch in die Werkstatt, oder? Wo ist denn die Werkstatt? Ganz blöde Ecke. Wie geht's, Bruder? Bist du fertig? Noch nicht. Ich muss noch in Willys Werkstatt. Da müsste eine Benzinpumpe sein. Dann linken Zaun zu. Ich bin an ein paar von diesen Dingern vorbeigefahren. Siegen. Ja, das heißt, dass wir alle gut sind. Wieso springt er denn da schon da rein? Autsch. Ich glaube, ich bin tot. Ganz schön rollen kannst du den Schaden vermeiden. Halte L und dann über die Positionsrichtung zurück und drücke R1 und shit, ey. Kann ich denn die Waffe wechseln? Da ist die richtige Waffe auf jeden Fall. Verdammte Krabbler. Los, verpisst euch, ihr kleinen Scheißer! Krabbler. Ja, so ist gut. Bleibt da oben und euch passiert nichts. Wo ist denn diese Kackwerkstatt hin? Diese scheiß Werkstatt, verdammter Hacker.
Mach dich doch einfach mal, drück dich doch einfach mal weg. Drück dich weg. Ja, du sollst dich wegdrücken. Lauf. Oh. Weglaufen. Kampf oder Flucht. Manchmal ist das Weglaufen beste Strategie, wenn du den genau da hast. Drücke L3, um zu sprinten. Hm. Ah, sind viel näher dran, als ich dachte. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass du schon da bist. Hey, raus hier. Raus. Weg, Junge, lauf. Nee, nicht gut. Ich muss noch in Willys Werkstatt. Da musst du eine Benzinpumpe sehen. Dann leg den Zahn zu. Ich bin an ein paar von diesen Dingern vorbeigefahren, die Teile, die die Ripper bauen. Segel. Ja. Das heißt, dass ihr irgendwo seid. Können Sie nicht hier irgendwas bauen? L2 zum Zielen. Den Büschen kannst du dich tarnen. Na, ah, ist ja cool. Das ist schon mal die Werkstatt, aber da kommt man so nicht rein. Ich muss woanders rein. Aber da oben lang. Vielleicht geht's übers Dach. Jetzt haben wir hier alles einsammeln, das ist schon krass. Aber wo komme ich aufs Dach? Seht ihr irgendwo einen Aufgang? Ich sehe nämlich keinen. Da. Wieder was zum Ausbauen. Bringe deine Waffe mit einem Schalter mal zum Schweigen. Wieder ein Kommandant Waffe im Überlebensrad und drücke auf Anbringen. Cool. So, wenn ich jetzt ins Überlebensrad drücke. Keine Möglichkeit gefunden, aufs Dach zu kommen. Das ist ein bisschen doof. Kann man nur reinklettern, ne? Kann man nicht hochklettern. Jetzt muss auf das andere Ding drauf, nicht auf das hier. Aber kommt man da rein? Ne. Dach, das heißt, wir müssen da aufs Dach, aber wie komme ich da oben? Ist schon einer auf dem Dach. Ist der denn da hochgekommen? Nochmal außen rum.
Darüber. Darüber komme ich nicht weiter. Habt ihr eine Idee? Also ich habe jetzt gerade mal gar keine. Da hoch. Oh. Das Zeug mitnehmen. Blöd. Tja, wie kommt man hier aufs Dach? Irgendeine Idee? Ich nicht. Ich kann hier rüber. Die andere Seite, aber nicht mehr auf dem Dach. Der Baum. Ist es der Baum? Ist es der Baum? Das ist keine gute Idee gewesen. Nein, 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 nein. Nicht gut, gar nicht gut. Wo sind der Sabbelnasen der? Hört sich irgendwie nicht gut an. Ist irgendwas runter mit dem nicht. Nein, 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 nein. Das Ding ist doch eh leer. Nein, komm. Na, wie ist das? Gut, haben wir das auch erledigt. Schön, können wir jetzt da hochgehen? Diese bösen Burschen, die wir hauen müssen. Da komme ich nicht rauf, oder? Ich komme hier nicht hoch. Ich habe gerade was anderes gesehen. Ich kann nämlich in dem Auto was machen. Was ich ja nicht getan habe. Ja, wie komme ich aufs Dach? Habt ihr eine Idee? Mit dem Zeug. Ein weiteres Teil erwischt. So. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich aufs Dach komme, wäre schon mal cool, aber ich habe keinen Schimmer. Da was drauf drücken? Ne. Da ist was. In der Werkstatt aber. Da hat eben irgendeine Anzeige. Ja, komm in die Werkstatt. Und wie komme ich da rein? Ich würde normal mal sagen, ich gehe über den Baum, aber da komme ich nicht hoch. Irgendeine Idee, Leute? Langsam wird es nämlich doof hier. Das ist, was ich in diesen Spielen nicht so mag. Was kann ich denn noch machen? Nicht.
Okay. Ja, wo kommt denn dir einmal her? Zu heilen. Oh, erst muss ich erstmal laufen, glaube ich. Wenn ich ganz gut was sehen würde. Ach, springt die mich einfach so an. Ich weiß immer noch nicht, wie ich aufs Dach kommen soll. Da oben. Da! Ich bin ein solcher Depp, ey. Ey! Gleich auch so viele. Gleich so viele auf einmal. Nein, nicht beißen. Das ist fies. Mich den Arm lassen, ich beiß nicht, gar nicht nett. Muss ich wahrscheinlich einfach vorne anfangen, ne? Boah. Sind die da, oder? Nein, du darfst da nicht runterspringen. Scheiße, verrammelt. Ich muss woanders rein. Vielleicht geht's übers Dach. Es geht übers Dach, aber dafür brauchen wir einen Knüppel. Shit, ey. Oh, war nicht so clever. Jetzt bin ich übers Dach. Von hier aus komme ich nicht weiter. Jetzt hin. Kommt man noch da jetzt rein, okay. Was war das? Po. Wie kann ich mich denn da wehren, bitte? Hä? Ach, da läuft die lang. Nicht komisch, wenn es einem so schlecht geht wie mir hier. Und weg ist er. Super. Hmm.
vielleicht verpissen. Das ist nicht gut. Das ist schwierig. Ich weiß nicht gerade, wie ich die am besten ausschalte. Munition wäre gut, ne? Könnten natürlich alles abfackeln. Nee, ich will nicht in den einfachen Modus wechseln. Nein, ist doof. So, der ist fertig. Ja, das dachte ich mir. Ist warm, ne? War nicht weiter schlimm, Bub. So, kann ich hier noch Sachen ausbauen? Da nicht. Habe ich da schon ausgebaut? Bin inzwischen nicht gestorben. So, kann man doch mal. Jetzt gehen wir mal schnell da hoch. Hab ich wieder einen. So. Ja, ist doch super. Oh, mehr Krabbler. Verdammt. Ja, so ist es. Na, Kopfschmerzen. Was? Habe ich noch was zum Schießen? Null. Nicht viel. Was habe ich denn sonst noch so an Waffen? Nicht beides. Und gucken, ob wir noch irgendwo so einen Molotov-Cocktail gebaut kriegen. Einen haben wir. So, der hat sich erledigt. Ja, das ist es. Verbrennt, ihr Scheißgabler. Es geht nichts über Schrott. Ist hier was? Könnte nützlich sein. Was brauche ich denn noch? Was ist das? Was war denn das jetzt gerade? Finde eine was? Spitzhacke? Habe ich da eigentlich schon alles durchsucht. Ey, das ist schön. Ja. Da freut der Liebe sich. Genau, die mal nachladen. Na, also. Gute Idee. Den brauche ich nicht, das brauche ich auch nicht. Bin ich gerade hergekommen. Was habe ich jetzt alles gesehen? Nee. Hier muss doch irgendwo eine Benzinpumpe sein. Da ist das. Ist da noch was im Regal? Nein, nein, nein. Da ist noch was. Und in dem Auto ist wahrscheinlich eine Benzinpumpe. Da ist noch ein Moped, da können wir uns die Benzinpumpe holen. Okay, da haben wir doch gleich alles, ja. Boah, ey, also diese Nummer. Wenn wir da drauf kommen, ich dachte die ganze Zeit, ich muss mir was einfallen lassen, um da hochzukommen. Aber nö, du kannst ganz einfach mal da hochklettern. Da bauen wir die Benzinpumpe aus. Bist du da? Ich hab das Teil. Ich gehe jetzt zum Highway. Nick! Ripper! Ripper! Nein, 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 nein! Ja! Scheiße! Das hört sich nicht gut an. Ripper? Boozer? Boozman? Verdammt! Wie komme ich hier wieder raus? Hat auch jemand gesagt? Waffe ist geladen. Ah,
Halt durch, Bushman, ich komme. Oh, Scheiße. Ripper. Boozer, wo bist du, Mann? Laufen, 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 laufen oder killen. Ja, das ist halt auch laufen. Laufen ist eine gute Idee. So. Können Sie es mal selber aufessen. Wo ist da mein Kumpel? Highway, wo ist mein Kumpel? Tja, das ist nicht gut. Okay. Jetzt würde ich mal laufen. Oh, mein verdammt Boozer, wo bist du? Medipack, sehe ich da ein Medipack? Ich höre sie. Das braucht man immer. Ich hab es anscheinend. Ach, da ist Boozer. Aua! Diese Tattoos sind tote Symbole eines toten Mannes. Tote Symbole der Verirrten. Runter von mir! Ihr scheiß Arschlöcher! Nicht nett. Du musst hinabsteigen, Bikermann. Denn du bist verirrt und wir gefunden. Folgen den Weg, wir zeigen nicht sehr schade. Du bist keiner der Gefundenen! Du bist der Verehrte! Du bist verehrt! Steig hinab! Steig hinab! Mich! Nicht nett. Das ist einfach nur unnötig und nicht schön. Ein bisschen krank sind die schon, oder? Das Entdeckung, indem du dich daneben drückst, um dich zu ducken. Schulterwechsel. Drücke X beim Zielen mit L2, um die Schulter zu wechseln. Was sind die denn? Wo sind die Arschlöcher denn? Hey! Hier drüben! Ihr Dreckskerle! Weg von ihm! Ihr Arschlöcher! Kommt schon! An seinen Weg! Aua. Muss ich mir den Scheiß jetzt nochmal angucken? Nee, ne? Geh in deine Deckung, die mit drin und dich unterdrücken, um davon zu fahren, okay. Oh, Rapper, verdammte Scheiße. So. Schulterwechsel, drücke X beim Zielen. Muss ich jetzt aber erstmal die andere Waffe haben, oder? Ihr Arschlöcher, kommt schon!
Usa, ich töte sie alle. Usa, komm. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Komm, ich helf dir hoch. Jetzt schon. Nein, 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 es geht nicht. Los, hoch. Scheiße. Nicht mehr. Oh. Als ob sie mich erwartet hätten. Fuck. Die kommen. Die kommen ganz plötzlich. Okay. Mein Arm. Nicht hinsehen. Mein scheiß Arm. Im Ernst. Nicht hinsehen. Nicht hinsehen. Los, steig auf. Sieht nicht gut aus. Scheiße. Los, los. So, ist jetzt eine gute Idee zu fahren. Ugh. Wie lange geht das eigentlich noch? Ich habe eine Trophäe. Die Trophäe, ja, und dann bei einem Schaden, wenn du Objekte zaubst. Das ist super. Ich habe eine Fleischwunde. Drücke zum Nachladen, schon klar. So, drücke X auf Vorsprünge zu klettern, das weiß ich ja schon. So, nächster Tipp. Wie viele Tipps denn noch? Ja, so. Wenn du Drift in der Kurve einsetzt, kannst du sie schneller nehmen und sogar Donuts vollführen. War das nochmal? Okay. Boah, hallo. Verbrennst du tagsüber ein Nest, werden mehr Schwärmer auftauchen. Mann, ich dachte, wir kommen nie an. Danger. Hey, warum wartest du nicht hier und ich sehe nach, ob alles okay ist? Vergiss es. Da wartet ein Bett auf mich. Okay, alles beim Alten hier. Was? Es gibt ja auch nicht viel zu klauen. Werd mich wohl noch mal vorstellen. Oh Gott sei Dank. Ich gehe raus und hol mein Bike. Ich suche was für deinen Arm. Kommst du klar? Ja. Gut. Ich sehe beim Nero-Kontrollpunkt nach. Nee, beim Nero-Kontrollpunkt. Die haben bestimmt Verbandszeug oder Schmerzmittel. Lass mein Bike nicht da. Nein, 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 ich werde zu Fuß gehen, solange es draußen noch hell ist. Hey, ich habe Munition, wenn du was brauchst. In der Truhe an der Tür. Danke. Hey, lass meine Flinte hier. Boozer. Also gut. Danke. Sie. Danke, Mann. Ich fühle mich ohne sie so nackt. Oh oh, nur mit der Handfeuerwaffe spazieren gehen. So. Waffentrunk. So, Handfeuerwaffe. Okay. Die nehmen wir doch. Insofern wird der Armbrust. Aha, stimmt, besonders für Tarnangriffe. Nachladen der Armbrust dauert länger. Okay. Okay. Okay, was kann ich da noch so mitnehmen? Ne, das habe ich alles schon, okay. Was denn da Schönes? Munition. Drei Bolzen, das ist nicht so viel, ne? Aber das sieht so ein bisschen aus wie die nächste, der nächste Job, oder? Ich denke nämlich, dass ich jetzt mal so einen kleinen Eindruck habe von dem, was das Spiel hier so für mich bereithält. Und ich denke mal, dass das erst einmal reicht, so für den ersten Eindruck, oder? Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, wie lange haben wir denn gespielt? Kein Schimmer. Ich denke mal, wir machen jetzt einfach mal kurz eine Pause und spielen dann ein andermal weiter, oder? Wo geht's denn hier bitte runter? Ah, da. Kann man Verdammt. Das eigentlich? Boozer, dein Arm wird eben nicht wieder. Scheißdreck. Ich muss was für seinen Arm finden. So, und ich muss wo lang? Da lang. Oder? Ein Aussichtspunkt. Sehr schön. Das ist gut. So, was muss ich hier noch heilen? Ich bin noch heil. Hahaha. hier liegt ja haufenweise Zeug rum. Was eigentlich ganz schön ist. Irgendwas Nützliches. Liegt hier irgendwas Nützliches rum? Da.
Ich was eine Telefon, sag ich da. Schnipp, schnapp, wip. So. So, wie komme ich da jetzt immer hin? Zu Fuß, da runter. Okay. Noch ein? Nee. How do I get out, ey? Ah, so. Okay, verstanden. Das darf ich nicht fahren. Das ist für mich. So, Bolzen herstellen. Armbrustbolzen kannst du selbst herstellen. Für das Holz benötigst du Zedern, Setzlinge und Schrott für die Spitze. Kombiniere die beiden Überlebensrennen, indem du die Armbrustkategorie erweiterst und Bolzen herstellst. Okay. Überlebensrad ist hier. Und da fehlt mir Material. Und die habe ich, glaube ich, hier gerade gesehen. Da. Das ist alles. Mehr kann ich nicht abreißen. Super. Finde ich mich jetzt gerade nackt? Ja, ich fühle mich gerade nackt. Okay. Was zum Teufel? Usa, bist du wach? Erdig. Was gibt's? Ich hab da gerade jemanden ums Versteck schleichen sehen. Was zum Henker? Was hat er vor? Keine Ahnung. Ich werde ihm folgen. Mal sehen, ob da noch mehr sind. Wie gesagt, scheiß auf Copeland. Ich mach das nicht für ihn. Dicken Ende. Wo willst denn du hin, du Schlingel? Oh, sorry. Zielen sinken. Armbrustbolzen werden durch die Schwerkraft beeinflusst. Sie sinken auf dem Weg zu ihrem Ziel immer mehr zu Boden. Und wenn das Wein des Fernsehs ist, musst du höher ziehen. Das ist mir klar. Gegend. Ich weiß, wo du bist. Er rührt sich nicht. Stopp ihn dir. Geh schon rein. Irgendwann bleibst du schon stehen. Er läuft dann nicht. Ja. Jetzt hab ich dich. Wo kommst du denn auf einmal her? Hier fallen Schüsse! Stimmt, hier fallen Schüsse, das hast du gut erkannt. Ah, okay, man kann das Teil antun. Leer.
nicht, was? Der rührt sich nicht! Auf ihn! Oh, Scheiße, leer! Na komm raus. Komm schon, was war? Da. Ja, lauf nur weiter da. Ich kann nicht weglaufen. Ich hab's nicht erwischt. Die müssen uns gefolgt sein. Arschlöcher. Hm. Verpisst euch vom O'Leary Mountain. Buse, ich hab ihr Camp gefunden. Nur ein paar Drifter, die bei uns einziehen wollten. Wie gesagt, es wird nicht Zeit, darüber nachzudenken, nach Norden abzuhauen. Kümmern wir uns erstmal um deinen Arm und dann um die Reisepläne. Ich gehe jetzt zu meinem Bike. Dicken Ende. So, okay, aus seinem Bike. Wo ist denn mein Bike? Da unten. Hep. Oh. Eigentlich wollte ich ja aufhören, ne? Wenn ich mal so kurz erwähnen darf. Eigentlich hatte ich ja gesagt, ich mach jetzt mal Schluss. Freaker. Eigentlich wollte ich ja Schluss machen, aber... Ja, vielleicht drumherum laufen die kaputten, ja, ne? Ich glaube, das ist der sinnvollste Weg. Möglichst keinen Stress. Oh, verdammter Regen. Mal sind's die Freaks und dann dieser verdammte Regen. Wieso regnet es andauernd? Wieso nicht? Ach, wo zum Teufel bin ich? Ich müsste bald da sein. Im Wald. Von draußen vom Walde komme ich her. Ich kann euch sagen, da gibt's bald nichts mehr. Uah. Ich muss zu meinem Bike. Ich bin fast da. 100 Meter noch, Junge, das schaffst du. Ich laufe einen anderen in 10 Sekunden, also. Guck mal, Gummi. Weil ich selber die ganzen Bekloppten sind. Kann nicht mehr weit sein. Oh, komm schon, Baby, wo zum Teufel steckst du? Im Wasser wahrscheinlich. Was ist das? Hier war's. Mhm. Genau hier haben wir es abgestellt. Mal gucken, ob wir noch einen Molotow-Cocktail bauen können. Ja, okay. Ich will keinen Molotow-Cocktail bauen. Ich möchte meine Primärwaffe wieder haben. Die da. Und die andere. Die ist besser. Da war mein Bike. Weg ist es. Bike ist weg. Scheißdreck. Diebe. Alles Diebe. Aber wer macht sowas? Fuck. Verdammt, Copeland. Hey, du bist aus Copelands Camp. Zum Teufel ist mein Bike. Hey, stopp. Halt, verdammt. Ich hab dein Bike nicht, was? Ehrlich. Ich bring dich nicht um. Halt an, verdammte Scheiße. Ich muss laufen. Hey! Ich will nur mein Bike! Ich hab nichts gemacht! Oh Gott, verdammt, okay. Jetzt werde ich dich umbringen. Usa, bist du da? Ja, Dick. Hast du dein Bike? Nein. Copelands Männer waren vor mir da. Ich gehe zu seinem Camp. Dicken Ende. Ist der Sack. Bist du das? Irgend so ein Wichser hat mein Bike geklaut. Davon weiß ich nichts. Da musst du mit Benny reden.
Okay. Ja, zu dem will ich gerade. So, jetzt sind wir in Copelands Camp, ne? Also. Der Hammer. Hier kann ich auch nicht laufen, hier kann ich nur gehen. Und hier passiert wieder irgendwas, hey, was ich nicht will. Hey, hab dich hier lange nicht gesehen. Ja, Mann. Total cool. Ganz krass, ey. Irgendwo muss das Futter herkommen. Ja, das Camperleben. Ja, Camperleben. Da gibt es ein Buch. Zen und die Kunst der Reparatur. Kennst du? Nein, ich hatte vorher nicht so viel Zeit zum Lesen, weißt du? Ja, ich hatte eine Werkstatt im Farewell. Ich habe es allen zum Lesen gegeben. Der Beruf des Mechanikers erfordert innere Ruhe. Mhm. Arbeiten Sie mit leerem Magen für die Konzentration. Manny, ich suche ein Bike. Ach ja? Oh, wow, wow, wow. Du, das hier lieber nicht. Warum nicht? Ja, das kommt frisch vom Laster. Ich meine, irgendein Penner hat es im Regen stehen lassen. Total verrostet. Und es wurde hart rangenommen. Der Vollidiot wusste nichts über Bikes. Ist das so? Ja, so ist es. Zum Teufel mit dem Ding. Ich meine, wir haben es gerade zerlegt. Er hatte nicht mal eine Benzinpumpe. Die hätten wir gebraucht. Oh Mann, eine Benzinpumpe. So eine? Okay. So eine, Manny. Okay, okay. Als ich Idiot gesagt habe, meinte ich, diese Idioten, die das Bike herbrachten, die haben das Teil nicht richtig fixiert. Und es da hinten, ja, rumklappern lassen und... Dick, lass uns reden. Genau, Man. Also doch wieder so ein Ding, wo viel gequatscht wird. Aber gut, der Grafik ist nett, jetzt wird gequatscht. Ein Angriff gestern Abend, wieder Ripper. Das war schon das zweite Mal. Manche sagen, die suchen dich und Boozer. Da draußen wird immer viel Bullshit erzählt. Was soll jetzt hier passieren? Mehrere Tage ohne Essen? Naja, du weißt, wie es ist. Reicht euch der See nicht? Wir angeln genug Forellen. Es ist ein Schmelzwassersee. Wer niemand Fische einsetzt, ist er irgendwann leer gefischt. Wie alles andere auch. Mhm. So, was mache ich jetzt hier? Als Kind war ich hier immer mit meinem Vater auf der Jagd. Wir bauten Hochstände, legten Salzlecksteine darunter aus und schossen das Wild. In manchen Wintern hatten wir mehr Fleisch, als wir essen konnten. Mein Gott. Ich glaube nicht, dass das legal war, das Ködern mit Salz damals. Für Bert gab es nur ein Gesetz, die Verfassung der Vereinigten Staaten. Genau. Wenn er uns jetzt sehen könnte. Amerika. Oh. Der Freiheit. Kann man überspringen, ne? So, wohin will ich? Karte, Fertigkeit, Erstattung. Nach oben. Wer bin ich denn hier? Mann, ey. So ist es. So, und jetzt komm. Jetzt sitzen wir mit dem Quark, Quark, Quark. Ich hab Leon getroffen. Ja? Hat mir was vorbeigebracht. Ist das so? Mhm. Was denn, Baby? Den Leuten hier geht's beschissen, Dick. Oh, Leon. Zack sagt, er sei abgehauen. Der ist weg. Hm. Hör zu. Finde sein Versteck und bring alles zu mir. Zu mir, Dick. Und danach? Tja, dann tun wir was für dich. Das Bike, das deine Männer gestohlen und zerlegt haben. Altmetall, Dick. Altmetall. Alles klar. Ich versuch's mir zu merken. Schicke Mütze. Was? Nein, die hier. Fass mich bloß. Ganz langsam. Leon hatte so eine Mütze. Komm, ich schwöre. Stopp. Du willst hier Geschäfte machen? Dann musst du für mich arbeiten. Komm. Ach, Scheiße. Okay. Jetzt bin ich eh schon hier. Was hast du? Also, geht doch. Eine Gruppe Drifter plündert eine Vorratslieferung. Jetzt sind sie im Funkturm westlich vom O'Leary Mountain. Ist das nicht deine Gegend? Nein, ist sie nicht, aber ich kümmere mich drum. Das dachte ich mir. Mhm. Was muss ich eigentlich noch alles machen? So, und jetzt? Es
geht das. Schönes Bett, ne? Ich will mal reinpupsen, ey. So. Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. So ein Scheiß. Ne, ich will nicht mit euch quatschen, ich finde euch alle doof. So. Wissen wir was, womit ich was anfangen kann, oder liegt hier alles nur rum? So, okay. Was ist hier? Kehre zu Manny zurück. Okay, dann kehre ich jetzt mal zu Manny zurück. Yes. Hey. Weg, mach ich nicht. Dick, so, Manny. Warte, du sollst wissen, dass es mir leid tut. Ich wusste es nicht, ich schwör's. Weißt du überhaupt, wie viel Arbeit ich in dieses Bike gesteckt habe? Das war ein Drifterbike, Manny. Ich weiß, ich weiß. Ich werde es wieder gut machen, ich schwör's. Ich habe ein neues gebaut. Die Drecksmühle nennst du ein Bike? Ich weiß, es ist nicht. Ich werde mich nach Teilen umsehen. Ich mache dir was klar. Ich schwör's. Okay, und was ist mit meinem Spezialtank, Manny? Weißt du, der, den mir meine verstorbene Frau geschenkt hat? Findest du den auch? Mann, Dick, tut mir leid. Geh mir einfach aus dem Weg. Mann, ey. 100% Drift an den Bergen. Yay, geschafft. Mission abgeschlossen. Das kam jetzt unerwartet, oder? Ich weiß noch nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Ich finde es teilweise echt cool. Aber teilweise auch ein bisschen dröge, oder? So oder so machen wir jetzt mal eine kleine Unterbrechung, denn jetzt ist mal Zeit für ein bisschen Pause. Ich sage jetzt erstmal ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Ich speichere das jetzt hier mal. Bike oder Bett so weit entfernt. Doof. So, kann ich jetzt speichern? Moment. So, ich denke mal, nein, da war ich nicht hin. Und würde jetzt mal sagen, lieben Dank fürs Zuschauen. Mir hat Spaß gemacht. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Also ich spiele es auf jeden Fall weiter, weil ich will wissen, was hier abgeht. Wie schnell ich das durchspielen kann, weiß ich noch nicht. Ich habe ein bisschen was anderes zu tun. Aber ich bemühe mich. Ich verspreche es. Und wenn ihr Kommentare habt, Anmerkungen, Ideen, gerne her damit. Mich würde vor allen Dingen interessieren, wie euch das Spiel gefällt, falls ihr es schon gespielt habt oder hier eben zugeschaut habt. Und natürlich auch mal gerne die Info, was ihr von mir noch wollt oder nicht. Bis dahin. Ich freue mich auf jedes Abo und auf ganz bald. Euer Lars.